Herzlich willkommen zur Pressekonferenz am Öscher Tivoli nach dem Spiel der Alemannia gegen Rot-Weiß Aalen. Ich begrüße die Gäste in Person ihres Trainers Björn Hoppe. Für die Alemannia Heiner Backhaus. Können ein bisschen leiser machen, dann überschlägt sich der Ton nicht. Vielen Dank. Und bitte den Gästetrainer direkt um seinen Kommentar zu und nach diesem Spiel. Vielen Dank. Hallo erstmal zusammen bei herrlichem Wetter und ich glaube auch guten Spiel für die Aachener. Erstmal Glückwunsch, Heiner, zu dem Sieg. Ja, mich überwiegend Stolz, aber auch ein bisschen Traurigkeit, weil ich glaube, das Ergebnis spiegelt das Spiel überhaupt nicht wider. Ich glaube, erste Hälfte hätte es 1-1, 2-2, 3-3 stehen können. Ich glaube, das war ein offenes Spiel, auch für die Zuschauer schön anzusehen. Man muss sagen, vierte Minute ist ein Elfmeter. Der Schiri sagt auch, ist normalerweise Elfmeter rote Karte, aber er lässt sich halt nicht fallen. Ist dann halt, wir sind halt ein bisschen grün hinter den Ohren. Wenn er sich fallen lässt, nimmt das Spiel dann vielleicht mit 1-0 für uns eine andere Dynamik. Der Elfmeter von Aachen ist keiner. Man hat es gerade auch bei Sport Total gesehen, ist vor dem 16er und vorher auch abseits. Aber ich glaube, das ist dieses Spielglück, was Aachen seit Wochen auch hat, weil sie sich das einfach verdienen. Weil ich kenne Heiner, ich weiß, was für einen Fußball er spielen will. Da ist eine brutale Mentalität dahinter. Sie schmeißen nicht in jeden Ball rein, sie geben keinen Ball auf. Und natürlich, und das muss man auch ganz ehrlich sagen, sie werden natürlich getragen von überragenden Fans. Darum ist für mich auch klar, dass Aachen aus dieser Liga raus muss. Aber das sind dann halt auch diese kleinen Prozentpünktchen, die am Ende die Siege herbringen. Ich glaube, wir hatten gute Chancen in der ersten Hälfte. In der zweiten Hälfte, auch wenn sich Aachen ein bisschen tiefer gestellt hat, haben wir, glaube ich, das Spiel ein bisschen kontrolliert. Wir lassen, glaube ich, in der 65. die erste Halbchance zu vom 16er Eck. Wir haben jetzt nicht viel Durchschlagskraft nach vorne hin, aber wir sind auch Tabellenvorletzter. Da fehlt es immer irgendwo an allen Kanten. Aber wir haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und dann siehst du halt, und das ist halt dann Aachen momentan. Ich glaube, 19 Spiele habt ihr nicht verloren. Dass die Fans die Jungs so weit treiben, dass sie dann halt wieder in der 90. und plus die Tore machen, ist vielleicht zu viel, 3-0. Aber wie gesagt, ich glaube, wir haben ein sehr, sehr gutes Spiel hier abgeliefert. Ich glaube, wenn wir mit dieser Mentalität und mit dieser Einstellung in die nächsten Spiele gehen, haben wir immer noch die Chance, nicht abzusteigen. Aber wie gesagt, ich bin stolz auf die Truppe, was sie heute geleistet hat. Traurig ein bisschen darüber, dass es hätte auch anders laufen können. Aber ich wünsche Aachen, man soll ja nie Glückwunsch vorher sagen, weiterhin viel Glück. Ihr gehört nicht in der Liga und Heiner, ich wünsche dir den Aufstieg. Danke. Ja, vielen Dank, Heiner Backhaus. Ja, sorry, danke. Björn, wie du hörst, ist meine Stimme noch rauer als sonst. Was ja auch Zusammenhang mit eurer Leistung hat. Ich habe ja nicht umsonst, vor allem auch intern, die ganze Woche gewarnt davor, dass es sich nur noch ums Pocholt-Spiel alles dreht und wie schnell das ausverkauft ist. Da kommen noch zwei ganz, ganz ekelige Gegner. Vorher, nämlich heute eine Mannschaft, die individuell betrachtet, ich glaube, es hat auch heute jeder im Nachweis gesehen, aus meiner Sicht da gar nicht hingehört. Es ist nicht meine Aufgabe zu entscheiden oder zu bewerten, warum diese Mannschaft da steht. Aber ich habe viele Aktionen gesehen, wo ich meinen Tankulic als Beispiel nehmen möchte, der uns vor so riesen Probleme gestellt hat. Den haben wir selbst mit Mandekung nicht in den Griff bekommen. Und dass er dann verletzt raus musste, hat natürlich auch so ein bisschen uns in die Karten gespielt. Und ich will es mal so sagen, um jetzt nicht nur mal in die taktische Analyse zu gehen. Ich glaube, da war fast alles schon drin. Wir spielen total am Limit und wir machen genau das, was wir können. Und das zu akzeptieren, diese Demo zu haben, wirklich diesen Ball auch manchmal rauszuprügeln da hinten in der Regionalliga beim Stand von 1-0 und dann auch mal auf Kosten von 500 Leuten, die da so ein bisschen grümmeln und gähnen und ein bisschen andere Idee vom Fußball haben. Diese Liga, da geht es nur darum, für Alemannia Aachen jetzt da rauszukommen. Und da heiligt jeder Zweck, jedes Mittel. Und ich denke, so wie es die Aachener Spieler gesagt haben, ist es ja unfassbar, was ihr für eine Power untereinander habt. Und jede Mannschaft spielt natürlich auch gegen uns mit einem anderen Energielevel als vielleicht die Woche davor oder danach. So beobachten wir das ja häufig. Aber was unsere Jungs auch immer mental dagegen halten, weil für viele ist es halt bei so einer Kulisse heute auch so ein bisschen Spiel der Saison. Und wenn du dann eine Mannschaft ankommen siehst hier von Aalen und die dann erstmal Selfies machen und sich das Ganze ja anschauen, als wenn sie hier irgendwo anders spielen. Wir sind in derselben Liga. Und das müssen wir jeden Tag den Nachweis haben, dass wir in dieser Liga alles geben müssen. Und das ist
von A bis Z hier einfach drin verankert. Und deswegen stehen wir auch verdient da oben. Und auch, ich denke, verdient vor Mannschaften, die vielleicht mehr Talent haben als wir. Aber wir haben eine eingeschworene Einheit, da geht jeder füreinander durchs Feuer. Und du kannst spielen lassen, wen du willst. Wir machen viele Fehler, aber wir haben eine überragende Haltung. Und das ist viel wichtiger. Nochmal ausdrücklich, Björn hat es auch schon angesprochen, 26.000 beim Spiel gegen einen Abschießkandidaten. Da fehlen mir die Worte, uns anzupeitschen, trotz auch der schwierigen Phasen im Spiel, die wir einfach da auch an allen abgegeben haben. Heute, so ehrlich sind wir, da hatten wir nicht immer Spielkontrolle. Trotzdem da als Einheit zu stehen mit euch, das ist geil. Und darauf freue ich mich. Und deswegen, lass uns das so weiterziehen. Wir sind noch nicht durch. Ich wehre mich gegen jeden Glückwunsch. Lass uns diese Demut weiterbehalten. Lass uns die immer behalten. Denn es ist ja nicht so, dass wenn wir das mal geschafft haben, dass wir dann sagen können, jetzt sind wir irgendwie anders unterwegs. Sondern das steckt in uns drin. Und das wird auch mal sein, dass wir ein Spiel verlieren. Und dann müssen wir die Jungs wieder aufbauen. Aber solange wir kein Spiel verlieren, halten wir es am Boden. Vielen, vielen Dank, lieber Öcher. Eben nur kurz, ich habe kein Selfie gemacht. Ich mache ein Foto von dir. Ich habe ein Foto von dir gemacht. Das wäre noch schlimmer, weil deine Spieler, die hätte ich schon gar nicht spielen lassen. Aber gut, ein Trainer muss man ja spielen lassen. Fragen an beide Trainer? Mikro wird abgelehnt, also es gibt keine Fragen. Ich möchte noch eine Sache mal sagen, die hat gar nichts mit dem Spiel zu tun. Wir halten zusammen, egal was die Leute schreiben, ob eine Sportschau oder irgendwas. Gar nicht beachten, wir sind überhaupt keine Rechenschaft schuldig. Vielen Dank. Ja, das Wort zum Sonntag. Dann Ihnen allen vielen Dank für die Aufmerksamkeit, unseren Gästen. Gute Heimreise, alles Gute für den Rest der Saison, dass ihr das angestrebte Ziel dann doch noch erreicht. Und wir sehen uns am 27.04. am Tivoli. Bocholt. Tschüss, schönes Wochenende.